drei Spielen die Punkte erholen muss. Alle anderen, da dauert es sicher noch ein bisschen. Ja, das, was er hier zeigt, oder bisher gezeigt hat, in den letzten Abschlüssen, hier ist er wieder. Das ist schon allererste Sahne, überhaupt keine Frage. Und deshalb durchaus zu verstehen, wenn der eine oder andere Fan meint, der müsste öfter spielen. Dann hat er an die Unterkante der Latte geschaut, der Sven. Kommt dann auch das Lob. Das ist natürlich alles andere als leicht, dieser Dauerbeschuss für einen Keeper. Deswegen wechseln die sich auch minütlich ab. Halten und sofort wieder hoch. Dann kommt der Nächste. Nee, Sané bleibt hängen. Am Verteidiger, am imaginären bzw. eigentlich unbeweglichen Verteidiger. Einen fordern Mathis Tell auf der 9. Andere sagen, nee, dazu ist er nicht der richtige Spielertyp, der drei Mann auf sich zieht vom Gegner. Der wahre Durchbruch zum vollen Potenzial bei Tell wird erst noch kommen. Möglicherweise, sollte er im Ausland spielen, dann hätte er das Talent eines Mbappé. Naja, das ist ein bisschen sehr hochgegriffen.